Faces TV wird Ihnen präsentiert von Alfa Romeo Giulietta. Ohne Herz wären wir nur Maschinen. Und Bourjois, der Pariser Schick für alle Frauen. Die Style Academy trifft sich zum gemütlichen Hotelfrühstück. Von Gewinnerin Melanie noch keine Spur. Gelegenheit für uns, die bisherigen Ereignisse aufzufrischen. Die 32-jährige Ärztin Melanie überzeugte die Faces TV Jury und gewann das Umstyling ihres Lebens. Melanie freut sich auf zwei komplette Outfits von Bernice und den dazu passenden Schmuck von Trollbeats. Einen neuen Haarschnitt, Make-up und ein Beauty-Set von Bourjois Paris im Wert von 500 Franken. Mit den neuesten Farbtrends und Verwöhnprogramm für den Körper. Ein Personal Training inklusive Spa-Behandlung von Homes Place. Und sie fährt einen brandneuen Alfa Romeo Giulietta. Ein halbes Jahr lang gratis. Melanie startet ins Umstyling zusammen mit den Jungs der Style Academy. Clifford Lilly, Styling. Michi Schäffler, Make-up. Lira and More, Hair Fair. Melanie shoppte, schwitzte und relaxte. Damit ist jetzt allerdings Schluss. Hair und Make-up stehen auf dem Programm. Hello, good morning, Dashi. Dashi, how did you sleep? Wie war es? Gut geschlafen? Wenig. Warte, ich bin mal. Bei diesen vielen Prosecco-Flaschen, die wir hier gesehen haben, rumstehen, ja, wo etwas gegangen sind. Auf dem Tisch standen, gefettelt. Auf dem Tisch gegangen? Ja, wir haben auf dem Tisch standen, die Fotos gemacht. Einfach genossen. Mir hat ja so ein kleines Vögelchen gezwitschert, dass du ja ganz, ganz schlecht geschlafen hast, weil du ja befürchtest, heute Fransen zu bekommen. Wir haben den Dili. Also ein Pony finde ich absolut bieder. Und ich hoffe, dass der Lee sein Versprechen hält und mir keinen verpasst. Melanie wird heute einiges mehr an Farbe bekommen. Und zwar habe ich mir was ausgedacht, was sehr, sehr leuchtend ist, was sehr farbintensiv ist und vor allem, dass ihre feurige Persönlichkeit wirklich rauskommt. Vom Schnitt her, das verrate ich euch noch nicht. Keine Franzen. Ah ja, ist das Vertrag noch abgemacht? Ja, er weiß es nur nicht mehr. Aber weißt du was, wollen wir dich doch gar nicht so lange auf die Folter spannen? Gehen wir doch gleich mal los, denn heute kümmern wir uns jetzt ganz, ganz schön um dein Hair und um dein Make-up. Gehen wir doch weiter zum Haarsturm. Melanie erwartet heute die Finishing Touch, gutes Haar, gutes Make-up, der ihr ganzes Outfit und ihre Person komplementiert. Melanie, jetzt sind wir hier endlich angekommen bei mir im Laden. Bist du bereit für heute? Mhm. Du zitterst ja schon im ganzen Körper, weil du wirklich, wirklich Angst hast, dass ich hier Fransen schneide. Ob ich es wirklich mache, das weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich habe mir schon mal für dich in meinem ganz, ganz berühmt-berüchtigten orangefarbigen Buch was ausgesucht. Wäre das eine Frisur für dich? Ganz stylisch. Ganz stylisch, oder? Haben ein bisschen Farbe, ein bisschen was Gaga-mäßiges. Tja, mal schauen, oder? Du darfst dich noch ein allerletztes Mal im Spiegel selbst anschauen. Hast du auch schon mal verabschieden von dem alten Look? Kann ich schon. Hast du schon? Dann würde ich sagen, let's go! Von meinem Beruf her muss ich sowieso die Haare immer zusammengebunden haben, aus hygienischen Gründen. Und draussen habe ich es manchmal offen, aber es hält auch nicht so ganz hin. Ist Melanies Angst vor dem verhassten Pony berechtigt? In wenigen Augenblicken findet sie es heraus. Sende jetzt eine SMS mit dem Keyword FACES3 an die Zielnummer 919 und gewinne einen Gutschein im Wert von 1000 Franken für Schmuck deiner Wahl von Trollbeats. Also. Edge reingelegt. Wer gedacht hätte, dass ich so einer wunderschönen Frau Franzen schneide? Das macht man absolut nicht bei so einer Gesichtsform. Da müssen die Haare vorne lang bleiben. Hey! Das
Schnitt ist für sie zu Hause ganz, ganz praktisch. Sie kann einfach durchwuscheln, hat eine Frisur. Sie kann aber auch ein bisschen mehr Arbeit reinsetzen mit Locken oder mit dem Streckeisen, wie sie einfach will. Michi kommt dazu und bereitet schon mal die nächste Disziplin vor. Das Make-up. Melanie, wir sind kurz vor dem Ende. Fehlt nur noch dein Make-up, damit das Ganze nachher komplett ist. Wie ich jetzt vernahm von dir, bist du nicht die, die extrem viel schminken. Das heisst, du brauchst einen Eyeliner und ein bisschen Mascara, so wie ich verstanden habe. Wie ist das mit Grundierung? Keine Ahnung von Grundierung. Also wenn ich mich schminke, sieht es so aus, als wenn ich in einen Farbtopf eingefallen wäre und einen riesen Farbklecks im Gesicht hätte. Melanie nutzt die Zeit mit den Profis und holt sich mit gezielten Fragen jede Menge Beauty-Tipps. Sprühst du dir eigentlich kurz über das Gesicht drüber und dann tust du es wie fixieren. Genau, und dann passiert das also gar nicht mehr. Also, dann geht der Eyeshadow geht nicht mehr weg, Eyeliner geht nicht mehr weg. Das ist wirklich fast schon wasserfest. Melanie hat wunderschöne Sommersprossen und ich habe die nicht wirklich 100% abdecken gefunden. Sie braucht gleich noch eine gewisse Natürlichkeit, sodass sie sich auch noch identifizieren kann. Und sie hat so eine sehr schöne Haut und sieht super aus. Um ihre blauen Augen noch mal strahlender im Vordergrund zu bringen, habe ich geschaut, dass ich mehr mit bronzigen, goldigen, erdigen Tönen arbeite und habe zusätzlich noch mal so einen kleinen Reflex hineingebracht mit einem leichten Lila-Ton, was eine extreme Wirkung zeigt. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Melanie darf in wenigen Augenblicken das Resultat ihrer Verwandlung sehen. Sende jetzt eine SMS mit dem Keyword Faces 4 an die Zielnummer 919 und gewinne ein Beauty-Set von Bourjois Paris mit den neuesten Farbtrends für den Pariser Chic im Wert von 500 Franken. Super! Ja, bist du gespannt? Mein Jungs? Ich bin parat! Let's turn around! Turn around! Eine Frau hinter dem Spiegel versteht. Oder bin das ich? Ist geil, oder? Ja. Geil? Cool. Wow. Das bin nicht ich, oder? Das ist ja. Voll. Du zitterst am ganzen Körper. Ja, ich bin total. Also im ersten Moment bin ich einfach sprachlos. Ich habe dann nie gedacht, dass man so etwas aus mir rausholen kann. Und ich finde, dass der Lee, der Michi und der Clifford einfach genial sind. Ich bin froh, dass ich kein Styling-Gen bekommen habe. Für das haben wir die drei. Das ist einfach super. Weißt du, es fehlt eine Kleinigkeit. Es fehlt Schmuck. Ein bisschen Akzent. Ich glaube, sie braucht eine Kette oder ein Halsband. Irgendetwas. Es ist wunderschön, aber es fehlt. Ich glaube, ich muss jemanden rufen. Was meint ihr? Definitely. Okay. Eine Überraschung. Diamonds are a girl's best friend. Maya! Magical Maya! Wow, wer ist denn da? Ja. Das ist Melanie. Wow, das ist ja unglaublich. Also ich bin wie Melanie selber auch sprachlos gewesen, als ich sie gesehen habe. Es ist ja unglaublich, was die Artisten da angezaubert haben. Ihre Augen, wie die leuchten und ihre Haare. Also es ist eigentlich fast wie unser Model, das wir haben. Und Melanie kann gleich Modell stehen für ihren neuen Schmuck. Oh, das gibt es. Oh, von den Farben her perfekt. Schon zusammengestellt. Sie sind tolle Beats. Wow. Ja, ich habe gehört, dass Melanie gerne Yoga macht, dass sie Ärztin ist. Von dem her auch natürlich mit den Naturprodukten schafft, scheinbar oft. Und dann habe ich ihre Kette zusammengestellt, wo viele Symbole drin hat, die man im Yoga braucht. Also wir haben das dritte Auge, das Chakra, mit dem Goldkrönchen oben drauf habe ich ihre drin. Dann habe ich ihre selbstverständlich Yin und Yang zusammengestellt.
Bild mit dem Buddha, wo so ein schönes Büchli hat. Dann habe ich ihre wunderschöne Erdtöne genommen mit Bernstein drin, mit Golden Quartz und alles Edelstein, wo ich denke, dann passt gut zu ihrem Teint, zu ihren wunderschönen Haaren und ist auch ganz eine natürliche Sache. Und ich denke, ich habe es bereicht und sie hat mega Freude gehabt. Und oben beim Hals haben wir ihr auch noch Solar Plex Chakra drin, die Orange, und auch noch verschiedene Edelsteine dazu. Und als Abschluss jeweils eine wunderschöne Lotusblüte. Ich bin vom normalen Leben im Moment ausgerissen worden und ich geniesse es. Es ist ein schönes Feeling, irgendwie das Frauengefühl einmal zu spüren, das Ladylike, das habe ich mir ja gewünscht vor dem Casting. Und das habe ich jetzt und ich genieße es. Wow. Jetzt ist es wirklich fertig. Ganz lässig. Ja. Thank you. Das macht Asi eine glamouröse Frau. Also Haar und Make-up sind wirklich super, super, super. Die passen wunderbar zusammen. Zu ihr Typ, die passen zu dieser Frau fantastisch. Ich muss mich nochmal anschauen. Schauspieler, Hollywood Glam, hat sie sich überkommen, sieht super aus. Es ist einfach das Gesamtbild, es ist eine andere Melanie. Bleibt die Frage, wie ihre Familie und Freunde auf die neue Melanie reagieren werden. Die Verwandlung von der Melanie ist uns glückt. Sie hat riesig Freude gehabt. Jetzt hoffe ich, dass die Freunde und die Familie auch Freude haben an der neuen Melanie. Rubina, du bist eine Freundin von ihr. Was hast du das Gefühl, was haben wir mit ihr angestellt? Ich weiss nicht genau, ich habe nur gehört, wir haben etwas gesehen. Aber ich nehme noch, es ist eher wahrscheinlich edel, nicht so wie vorher. Was heisst das wie vorher? Ja, vorher eher so ein bisschen farbig und so. Und sie hat ja dann auch wollen, so ein bisschen schicken über. Ich denke, dass sie jetzt wahrscheinlich das ihr erfüllt worden ist. Ja, sie hat zwar auch von Lady Gaga und so geredet. Das haben wir nicht ganz so gemacht, aber wie es konkret aussieht, das verraten wir Ihnen am nächsten Freitag hier bei Faces TV. Ich wünsche eine gute Woche, bis bald. Faces TV wird Ihnen präsentiert von Alfa Romeo Giulietta. Ohne Herz wären wir nur Maschinen. Und Bourjois, der Pariser Chic für alle Frauen.